Herzlich willkommen bei mir in der Küche, Adrian Held von Belvini. Heute haben wir uns ein schönes veganes Gericht ausgesucht, weil ich krieg später Gäste und da sind ein paar Veganer dabei und da bin ich immer so am Überlegen, was macht man da, weil ich finde, es muss halt wirklich gut schmecken und das ist immer das Hauptziel. Und aus diesem Grunde mache ich eine schöne Sellerie-Marillensuppe. Ich finde, das erstens ist das so ein bisschen was Außergewöhnliches, was man nicht jederzeit sozusagen am Gaumen hat und es passt auch jetzt in die kalte Jahreszeit besonders gut, weil es wirklich eine schöne, reichhaltige Suppe ist, wo wir eben noch geröstete Haselnüsse dabei haben. Wir haben die getrockneten Aprikosen, Sellerie ist sowieso ein schön winterliches Gemüse, ein bisschen Muskatnuss, Cayennepfeffer. Später kommt noch ein bisschen Gartenkresse dazu. Ja, ich finde, solche Gerichte sind einfach wunderbar, die man eben mit einer schönen Gemüsebrühe, die man selber herstellen kann oder auch kaufen kann. Ich finde halt, Gemüsebrühe ist eigentlich so einfach gemacht. Man hat ja immer mal irgendwelche Abschnitte, wenn man was kocht, also sei es irgendwie Fenchel oder Wurzelgemüse und das eignet sich alles wunderbar, um als Gemüsebrühe angesetzt zu werden. Und wer das nicht machen möchte, der kann sich eine gute Brühe besorgen. Ich finde wichtig ist, dass man hinten nicht irgendwie so einen langen Absatz von E-Nummern hat, sondern dass das möglichst alles naturbelassene Zutaten sind und wenig Geschmacksverstärker oder irgendwelche Sachen in der Art. Genau, ich würde sagen, wir machen uns gleich ans Werk. Man kann diese Suppe theoretisch, wenn man jetzt mit Sahne arbeiten möchte, eben dann auch als vegetarische Variante haben. Oder wenn man sagt, ich mag die Vollversion mit einer guten Fleischbrühe und Sahne und allem, dann wird es halt immer üppiger. Aber ich finde gerade diese vegane Variante ist extrem überzeugend und macht Spaß. So, ich würde sagen, ich mache mich mal an die Vorbereitung und ihr schaut mir ein bisschen über die Schulter. Ne? Ja, das Schöne bei dieser Suppe ist auch, dass sie relativ überschaubar ist, was die Zutaten angeht. Und also wirklich nur die Schalotte, Sellerie, Aprikose plus halt den Gemüsefond. Das heißt, ich schäle mir meine Schalotten. Ich finde, gerade jetzt hatte man so viel in der Küche gestanden, auch zur Weihnachtszeit und die ganzen Festtage hat man jetzt hinter sich gebracht. Und da ist ja doch einiges zu tun in der Küche. Und ja, deshalb ist es immer schön, wenn es einfach geht. Sellerie schneide ich mir einfach unten den Wurzelansatz ab. Dann kann man das einfach wunderbar runterschneiden. Und hat einen guten Stand. Sonst würde das hin und her rollen, man würde sich vielleicht noch verletzen, aber so kann nichts passieren. Und man kann ganz gemütlich die Schale entfernen. Ja, meine Aprikosen habe ich natürlich auch noch. Die halbiere ich mir einfach ein bisschen das. Genau. Und jetzt ist ja gerade V-January, das heißt, wir haben viele Leute backen nicht nur sozusagen freien Dry January, sondern es gibt eben auch noch den Vegan January. Und da machen einige Leute mit. Ich habe das jetzt schon viel gehört bei mir so in der Bekanntschaft und auch von Firmen, dass sie sich da irgendwie anschließen, das so ein bisschen promoten, einfach zu sagen, man hat jetzt diese üppige Zeit und jetzt gehen wir mal ein bisschen gemütlicher ran, machen uns alles mal, ja, mal ohne Alkohol, ohne Fleisch, ohne die ganzen tierischen Produkte. Genau, Schalotte einfach so in Scheiben schneiden, das wird sowieso nachher alles püriert. Insofern ist das nicht so wichtig, dass das ganz akkurat ist. Den Sellerie schneide ich mir einfach so in, ich würde sagen, Walnuss große Stücke. Dazu schneide ich mir den in Scheiben, dann lege ich den einfach so übereinander. Mache diese Streifen draus und dann habe ich eben meine Würfel. Das sind eher Haselnüsse geworden bei mir, sehe ich gerade. Aber Hauptsache, er ist irgendwie halbwegs gleichmäßig zerkleinert worden. So, das ist ja auch schon der ganze Zauber. Jetzt geht's gleich an den Topf und wir werden das anschwitzen. In Olivenöl natürlich. Nicht in Butter, wie man es sonst vielleicht machen würde, sondern Olivenöl. Alles zusammen anschwitzen, dann lasse ich den Weißwein ab und lasse den Weißwein komplett verkochen. Das ist immer wichtig, weil sonst schmeckt es alkoholisch, wenn ich zu früh die Gemüsebrühe aufgießen würde. Das heißt, Weißwein verdampft komplett und dann
gieße ich mit meiner Gemüsebrühe auf, gare das Ganze schön weich und püriere das dann in der Küchenmaschine. So, den Sellerie haben wir jetzt schön weich gekocht und habe ich püriert. Nehme ich mir jetzt hier in das Sieb. Damit wir die letzten kleinen Partikel, sollten da noch welche sein, rausbekommen. Wir wollen sie schön elegant haben. Und ein guter Trick ist, man nimmt sich einfach eine Schöpfkelle, die hat einen schönen runden Boden, das geht sozusagen in dem Sieb perfekt. Und dann bewegt man das einfach so und dann geht das ganz wunderbar. So, richtig schön seidig ist das Ganze geworden. Jetzt schmecken wir noch mit Muskatnuss ab. Das rundet das nochmal zusätzlich. Prise Cayennepfeffer noch und noch etwas Salz. So, mein Teller ist richtig schön heiß. Ich habe ihn mir im Ofen vorgewärmt. Ich finde, vorgewärmte Teller, das ist wirklich was, das sollte man öfters mal machen, gerade also bei Hauptgerichten und aber auch bei einer Suppe ist es schön, weil oft hat man ja mehrere Gäste, dann stehen die Teller da, dann gibt man das auf und bis es dann am Tisch ist, dann ist es schon ein bisschen zu kalt. Gerade bei Hauptgerichten, finde ich, ist es oft ein Problem. Und wenn man den Teller vorgewärmt hat, dann kann man sich auch so ein bisschen entspannen. Da muss man nicht wahnsinnig hektisch anrichten, sondern man weiß, der Teller ist heiß, es kühlt jetzt nicht ab. Und ich finde es eigentlich am besten, es einfach in den Ofen zu geben bei 50, 60 Grad. Und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Das heißt, je länger man sozusagen braucht, um anzurichten und je mehr Teller man hat, desto heißer sollten die Teller sein, damit dann, wenn ich 6 Teller angerichtet habe, auch der letzte noch heiß ist, beziehungsweise der erste, den ich angerichtet habe, auch noch warm ist. So, jetzt geben wir hier unsere Sellerie-Marillensuppe hinein. So. Sehr schön. Dann etwas von der Kresse. Die hat so eine wunderbare kleine Schärfe. Das finde ich sehr erfrischend dabei. Etwas geröstete Haselnüsse. Und einen kleinen Schuss Olivenöl. So. Ach, wunderbar. Dieser Au Savoir von Hofgut Gönnern im Glas wird also garantiert richtig gut passen zu dieser Sellerie-Marillensuppe. Und das ist wirklich eine Suppe, die wird wirklich jeden begeistern. Also nicht nur den Veganer, sondern das ist einfach so klasse vom Geschmacklichen. Diese Fülle, diese Reichhaltigkeit mit den Haselnüssen, mit der Kresse, ist wirklich ein komplexes Gericht und macht richtig Laune. Und ich würde sagen, das lassen wir uns jetzt schmecken.